Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Let's Play Bus Simulator 21. Letzte Folge haben wir uns um Route 1 und 2 gekümmert, haben da ein bisschen rumprobiert, wie man denn da nicht die besten Routen einstellen kann. So wirklich gut sind sie nicht geworden, denn hier haben wir nur noch 2,5 von 5 Sternen, da unten haben wir 3 von 5 Sternen. Insgesamt 8 Haltestellen, die wir da unten anfahren. Hier fahren wir 4 an, hier fahren wir auch 4 an, aber da würde ich auch nochmal ganz gerne drüber schauen, wo wir da eigentlich ganz gut dabei sind. Guck mal, da haben wir 4 Sterne und ein bisschen was, aber wir schauen trotzdem mal, ob wir da nicht vielleicht noch ein bisschen was optimieren können. Du kannst diese Route nicht bearbeiten oder löschen? Warum nicht? Warum nicht? Warum kann ich die bearbeiten oder löschen, aber die anderen nicht? Was? Kann ich die bearbeiten? Nee. Ah, doch. Sorry. Route 3 geht nicht zum Bearbeiten. Warum geht die nicht zu bearbeiten? Einen anderen Bus können wir aber schon einsetzen. Statt dem fetten Citaro. Vielleicht sollten wir die mal tauschen. Wir brauchen hier nämlich nur einen Bus für 2. Eine Nachfrage für 2 und hier haben wir den Riesenbus. Sind wir noch in Chinatown? Nee, sind wir nicht. Wo war denn da Chinatown? Kann ich nicht einfach hier spawnen? Schnellreise. So, da vorne ist Chinatown. Guck mal, das ist der geile Bus. Angel Shores, aber der passt da irgendwie noch nicht so rein. Der ist zwar geil, aber da müssen wir noch ein bisschen von der Lackierung mal was ändern. Da gibt es so viel, was ich noch anpassen will. Ich will, dass alles perfekt ist, Freunde. Was steht denn da drauf auf dem überhaupt? Ford and Nimitz. Okay, also passt ihn. So, also wir haben hier Chinatown. Ich gucke nur mal ganz kurz, welche Linien dann da jetzt in Chinatown überhaupt rumfahren. Und wie groß Chinatown ist. Ist das nur diese eine Straße da? Damit wir nämlich wissen, welche Busse wir mit dieser Werbung ausstatten. Das ist diese Straße hier. Die geht bis da nach vorne. Also quasi von der Seite bis ganz nach da vorne. Bis ganz nach da vorne. Und jetzt gucke ich mal, wie es hier aussieht auf der Kreuzung. Wie weit geht die da nach hinten? Bis hierhin. Also quasi dieses Viertel hier. Ich finde es ja schade, dass das nicht markiert ist. Gut, es ist ein bisschen markiert als Oakwood. Oakwood heißt Chinatown. Das können wir uns merken. Können wir den Stadtnamen vielleicht ändern? Das hier ist Chinatown. Warum ist das jetzt eigentlich so weiß markiert? Muss ich das wissen? Warum ist das hier gerade so weiß markiert? Habe ich Angst? Hallo? Warum ist das da so weiß markiert? Hä? Vielleicht ist das die Route zur nächstgelegenen Haltestelle, wo jemand fährt, aber das wäre doch genau da drüben. Wenn ich mich woanders hinstelle, wird das dann anders markiert? Ah, tatsächlich, das ist irgendwie für uns eine Route. Interessant. Marina, West 3rd Street, da haben wir ja Chinatown West, Chinatown South, Main Avenue. Also hier in Chinatown fahren auf jeden Fall mal hauptsächlich die rosa Linie rum. Also Route 4 ist die Chinatown-Linie. Route 3 fährt da eigentlich nur dran vorbei. Die fährt da nicht wirklich viel rum. Route 2 fährt durch, hält da aber, glaube ich, gar nicht. Die hält da oben, aber hat nichts mit Chinatown zu tun. Also Route 4 bräuchte definitiv die Lackierung für Chinatown. Ich würde mal ganz gerne mal die zwei Busse, die wir jetzt hier haben, wechseln. Und zwar, dass der Bus, der gerade hier ist, der Mercedes-Benz Citaro, dass der da wegkommt. Und auf Route 2 rumfährt.
Route 3 umfährt, Entschuldigung. Der da. Und dafür kommt der Gelenksbus weg. Und fährt auf Route 4 rum. So. Passt. Und dann gucken wir nochmal, ob wir vielleicht bei Route 4 noch was ändern können. Damit wir auch hier 8 Haltestellen haben. Weil dann haben wir es nämlich super duper genau, genau drauf. Mit den 4 Nachfrage. Mit die 4 Nachfrage, die wir brauchen. Wir sind ja hier ganz gut dabei. Das heißt, wir müssen einen grünen und einen lilanen weg. Also einmal an der Haltestelle, wo Leute einsteigen, einmal an der Haltestelle, wo Leute aussteigen. Wir haben 4 Haltestellen in der Nacht, die bedient werden, und 6 Haltestellen am Tag, die bedient werden. Und fahren eben durch Chinatown hindurch. Wir sind in Oakwood, wir sind in West Oakwood, wir sind hier drüben. Wo fangen wir denn an? Wir starten da unten. Fahren hier hin. Wenn wir die 2 auslassen würden, Nummer 3 und 4 beispielsweise, was sind denn das für, das sind beides Nachthaltestellen. Dann fahren wir direkt hier rüber. Haben dann 6 Taghaltestellen und 2 Nachthaltestellen. Und zwar ist das Haltestelle 3 und Haltestelle 1, die Nachthaltestellen werden. Können wir das vielleicht auf Taghaltestellen umswitchen? Dass wir hier statt Chinatown vielleicht hier anfangen. City Hall North. Oder hier anfangen. Chinatown South kommt weg. So. Dann haben wir nämlich jetzt nur... Achso, wir haben trotzdem noch 2. Ach, das ist auch eine Nachthaltestelle. Upsi. Da brauchen wir auf jeden Fall die City Hall. Und die City Hall ist eine blöde Haltestelle. Außer wir ändern da oben noch ein bisschen was. Warum geht das nicht? Das kann ich machen, aber das nicht. Ach, jetzt geht's. Na, lustig. Aber wenn ich sage, das ist Nummer 1, dann ist trotzdem ein bisschen komisch. Dann haben wir noch eine Nachthaltestelle und das ist die hier. Wenn wir die wegtun, haben wir nur Taghaltestellen. Was ist das für eine? Die hier. So, dann sind wir ausbalanciert und haben nur Taghaltestellen. Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus da oben. Das sieht sehr gut aus da oben. Ich hoffe nur, die Leute freut das auch. Ich weiß nicht, ob das hier wirkliche Auswirkungen hat, wenn wir sagen, Hauptverkehrszeit ist jetzt nur morgens. Das sind nur die Morgenshaltestellen. Wir haben da unten die Tagshaltestellen. Jetzt haben wir nur morgens, wo wir dann wirklich 2 Busse brauchen würden. Aber wir haben halt das wirklich genau so, dass wir sagen, in der Früh verdienen wir am meisten. Wir haben keine Haltestellen dazwischen, wo in der Nacht viel los ist. Wir fahren nur die Morgenshaltestellen wirklich gut an. Und bräuchte dann in der Stoßzeit noch einen zweiten Bus, theoretisch. Ich würde nur ganz gern gucken, ob wir da unten vielleicht noch was ändern können. Wir fangen hier an. Was passt eigentlich? Der fährt hier in der Schleife und fährt dann hier und hier und hier rum. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Änderung übernehmen. Zuweisen? Nee. Sollen wir nichts automatisch zuweisen, bevor dann ein anderer Bus gleich auftaucht. Ich würde nur ganz gern gucken, wie sind die denn jetzt zufrieden mit der Route? Auch nur noch 3 von viel mehr Sternen. 13, 28. Warum haben die jetzt hier nur eine Zufriedenheit von 3 anstatt von 4?
Der Bus kommt öfter, es wird nur am Tag gefahren, also die Morgenhaltestellen. Wir brauchen noch einen zweiten Bus für die Rush Hour, das wäre am besten. Und konfiguriere dann einen Bus mit Chinatown-Werbung. Wie viel würden die kosten? Die Chinatown-Werbung. Den Bus brauchen wir. Da haben wir jetzt die Werbung hier drauf. Also Werbung haben wir gar keine. Wie viel würde das kosten, wenn wir sagen, wir passen den an? Mit Chinatown. Das kostet ein Tausender. Akzentfarbe ist ja da eigentlich wurscht, weil da sieht man eh nichts. Weil das wäre vollste Chinatown-Werbung. Also Chinatown-Aussehen und Werbung kommt ja jetzt gleich. Aber die Werbung ist ja sehr teuer. Die kostet ja 2000. Insgesamt 2000? Haut das hin? Änderung übernehmen? Warum denn die Chinatown-Werbung jetzt überhaupt? Ach, hier. 10% off. Gut, Innenausstattung ist jetzt vielleicht nicht mehr unbedingt das Beste, aber übernehmen. 2000, die haben wir gerade noch, die sind wir bei 624, alter Falter. Wir haben nicht mal mehr einen Monatslohn auf der hohen Kante. Scheiß mich an, ey. So, und dann wäre Mission 1 erledigt. Fahre zu einer Kehrerei und konfiguriere deinen Bus mit Chinatown Werbung. Dann fehlt uns jetzt noch... Mission 2. Erhalte einen Zahltag in einem Bus mit Chinatown auf einer Route zwischen Oakwood, West Oakwood und Highlander Park. Und ich würde sagen, diese Route werden wir jetzt nochmal fahren. Oder? Ich denke schon. Route 4. Jetzt fahren. Ne, wir machen das nicht so. Wir suchen uns den Bus. Das ist nicht der. Wo ist denn der gerade? Ah, hier. Bus übernehmen. Oh, hallo Chef. Willst du die Fahrkarten kontrollieren? Nein, ich will eigentlich den Bus kontrollieren. Aber die Fahrkarten können wir auch mal kontrollieren. Na klar. Hier, bitte. Klar. Hier. Dankeschön. Hier, bitte. Dankeschön. Hier ist die Fahrkarte. Danke. Und hier ist ein Foto meiner Katze. Sie heißt Mountie. Schwarzfahrer. Guck mal. Oh, wir haben was bekassiert durch Schwarzfahren. Cool. Ich hab sie doch schon gezeigt. Ja, Entschuldigung. Okay. Ja, hier. Boah, da sitzen aber viele drin. Guck mal einer an. Wie können die denn da so unzufrieden sein? Klar. Wir haben 120, glaube ich, nur durchs Fahrkartenkontrollieren gemacht. Was? Ach so, hier. Augenblick. Da. Nein, die steigen alle aus. Lass die Türen zu. Jetzt steigen alle die aus, die keine Fahrkarte haben, wahrscheinlich. Und die spawnen einfach. Eine Frechheit. Hier ist sie. Oh nein! Ich hab sie verloren? Ja, oder gar keine gekauft. Wieder 120. Nice! So, wie sieht's mit dir aus? Der hat eine. Können wir da extra Leute anstellen, die sich nur darum kümmern? Das wäre richtig geil. So, meine Liebe. Klar, nur zu. Was darf ich schon? So. Der Bus ist neu, oder? Der Bus ist nagelneu. Kommt gerade frisch aus der Lackierung. Guck mal, wie geil der aussieht. Und die setzt sich sogar hinten rein. Finde ich nice. So. Mitten im Gelenksbus, glaube ich, sind wir noch nie gefahren bisher. In der Chinatown-Lackierung. Mit der Chinatown-Werbung. Geil. Mit drei Türen, die wir öffnen können. Oje, oje. Ich habe ein bisschen Schiss. Und da kommt gerade uns ein Bus entgegen, sehe ich gerade. Guck mal auf der Map. Da ist er. Ja, da ist er. Gerade reingespawnt. Habe ich gerade noch gesehen. Aber solange Fahrgäste drin sitzen, ist ja alles gut. Weil das heißt, da herrscht Leben. Und ich finde es immer gut, wenn wir eine Linie ändern. Weil die Linie wird so bleiben. Da werden wir nicht mehr viel ändern. Oh, Blinker. Ich brauche die Rampe, bitte. Gut, dass du mir das jetzt schon sagst. Schlechte Halteposition. Was soll das denn heißen? Oh. Ich glaube, wir müssen da ein bisschen weiter rausfahren, weil wir da hinten mit dem Bus so weit nach hinten. Weißt du schon, wir müssen da die Haltestelle ein bisschen überfahren, weil der Bus viel zu lang ist für das Ganze hier.
So ein schöner Tag. Hi. Ja? So, das machen wir dann bei der nächsten Haltestelle. Aber es ist immer gut, wenn wir die Linie mal abfahren. Da können wir nämlich genau sehen, was es hier in der Umgebung gibt und welche Lackierung und welche Werbung da am besten dazu passt. Ich würde das nämlich schon immer liebend gerne abgestimmt machen. So, der hält da. Dann nutze ich die Gelegenheit direkt mal. Ein Fahrgast muss auch steigen. Ja, wir haben ja eh schon die Haltestelle. So, da fahre ich jetzt mal ein bisschen weiter vor. Und gucke, ob es jetzt eine bessere Halteposition ist. Gute Halteposition, tatsächlich. Fast schon ein bisschen zu weit nach vorgefahren. Jetzt stehen wir nämlich hinten drin. Also wir dürfen die Halteposition, die vorgeschriebene, leicht überragen. Dann ist es gut. Bushaltestelle kann ausgebaut werden. Dies ist über den Kartenbildschirm möglich. Nice! Einfache Fahrt, bitte. Was? Wo kommst du her? Studententicket. Eine Tageskarte. Ein Stück davon. Kriegt 4,60. Danke. Bitte. So, welche Türen haben wir denn jetzt noch offen? Ich kenne mich gar nicht mehr aus. Sind alle zu. Oh, jetzt habe ich hier aufgemacht. Weil ich immer die Ansicht wechseln will. Ich will, wenn ich raus will, wie um oben sie gelernt. Drücke ich 1. Damit ich dann die wieder ins Cockpit zurückkomme. Aber das ist ja hier nicht so. Da müssen wir keine 1 drücken, sondern einfach nur rein und raus zoomen. So, der wartet da wieder, warum auch immer. Die hätten theoretisch alle Vorrang. Nächster Halt. Highlander Park Church. Da rattelt's da hinten. So, und hier müssen wir jetzt ein bisschen ausholen, denn mit dem Gelenksbus kommen wir da nicht so einfach rüber. So, sieht gut aus, sieht gut aus. So. So, ich halte mal vorm Zebrastreifen, das sollte eigentlich ganz gut dann passen. Und ich bin auch schon gespannt auf die ersten Mods, die dann rauskommen werden. Das werden wir uns natürlich dann auch anschauen. Ich kann es kaum erwarten, mich dort zu bewerben. Ich habe jemanden namens Sam getroffen. Der war nett, aber ein bisschen traurig. Wenn es dann soweit ist, aber ich glaube, mittlerweile ist noch kein Mod-Support möglich. Der überholt mich da einfach, obwohl ich blinke. Das wird noch eine Weile dauern, bis wir da Mods haben im Spiel. Aber die werden wir uns definitiv mal alle anschauen. Also alle, die interessant sind. Vor kurzem habe ich den perfekten Ort entdeckt. Ein Buchladen und gleichzeitig ein Café. Perfekt zum Lernen. So, Achtung, da drüben, da gibt es nämlich eine harte Kurve. Was macht denn der? Wenn ich gestresst bin, betrachte ich gerne die Aussicht von der Hummingbird Bridge. Ist der krank? Ach, der will da abbiegen. Ein paar meiner Freunde haben Praktika bei Neo Ecotech gemacht. Siehst du den? Es dort gut. Guck mal einen an. Ach, ich mag das. Da fahren die KI-Busse und der biegt ab. Sehr schön. Ja. Ich freue mich so aufs All Directions-Konzert nächste Woche. Unfassbar, dass ich noch Tickets bekommen habe. Na, aber wirklich? Könnten wir fast ein Gewinnspiel daraus machen. So. Na komm, fahr zu, damit wir hier schön halten können. Sehr pünktlich, danke. Bushaltestelle kann ausgebaut werden. Ich glaube, da sollten wir uns das in der nächsten Folge mal anschauen. Vielleicht wegen dem Gelenksbus, dass wir dann eine breitere Haltestelle haben. NPC-Fahrer fahren diese Route mit 77,343% Effizienz. Ich gucke gerne Drone Swarm und spiele gerne Spring of Affection. Ach nein, ich gucke Swarm of Affection und spiele Drone Spring. Ihr wurscht. Ach, verdammt. Ich hab vergessen, die Haustür abzuschließen. So, wir fahren noch mal ein bisschen weiter. Jetzt würde es mich aber interessieren. Hat die Route jetzt schon mehr Beliebtheit? Ich hoffe, All Directions kommen irgendwann in unsere Stadt. Tatsächlich, 4, 3, 2. Ich glaube, wir sollten die Routen erstmal fahren, da unten, die neuen. Dann steigt die Beliebtheit vielleicht. So, da ist wohl jemand eingeschlafen.
Pech für ihn. Also wir kümmern uns natürlich gleich. Was haben wir? Nee. So, der hat ein Schild. Sehr gut. Mittlerweile kenne ich mich ja ein bisschen schon aus hier. Schlagloch-Suchgerät. Man war da mal halt ein bisschen schneller drüber brettern. So, die sind die mit dem Schild. Außerdem hat der eine Haltestelle. Also mit Schild meine ich natürlich hey, immer Vorrang. Sollen wir heute Abend ins Kino gehen? Vorrang geben, wohlgemerkt. Ich schau mal nach, was läuft und ruf dich zurück. Ja, bis dann. So, ich habe gesehen, mit meinen Adelaugen habe ich das erspielt, dass wir einen Rollifahrer da haben. Manchmal blockiere ich die Bustür, damit der hübsche Busfahrer mit mir spricht. Hallo, hallo! Wer ist denn da? Der hübsche Busfahrer. So, warte mal, wir haben noch 20 Sekunden. Da können wir mal ganz kurz denjenigen aufwecken hier. Ich muss heute nicht nacharbeiten. Fahrkarte Was? Hat er? Ach so, hier. Hier ist die Fahrkarte. Und wo hier ist ein Foto meiner Katze. Sie heißt Mountie. Ah, hier. Augenblick. Bitte. Nur mal ganz kurz, vielleicht bekommen wir nochmal 120, aber Moment. Die haben leider hier, alle eine. So, okay, Bus übernehmen. Hallo, 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 hallo. So. Guck mal, wie viele Busse da rumfahren gerade. Nächster Halt, Florida. Na fahr! Auf was wartet der? Auf schönere Zeiten, es gibt nicht mal eine Ampel. Ach, Speedbumps sind das, keine Schlaglöcher. Guck mal. So, das sind eigentlich die mit dem Schild, also auf was warte ich hier? Die letzte Folge von Spring of Affection war echt ein Cliffhanger. Die Autoren wissen wirklich, wie man es macht. Das sind die Speedbumps auf der Karte markiert. Sehr schön. Ich hab gedacht, da sind vielleicht einzelne Schlaglöcher eingezeichnet, aber das wäre schon fast ein bisschen zu hilfreich. Ich kann meinen Schlüssel nicht finden. So, diesmal sind wir der mit dem Schild. Der biegt ab. So, ein bisschen ausholen. Oh ja, ja, da haben wir den Randstein schon mal ein bisschen gestriffen da hinten. So, der rennt um sein Leben. Wenn der Muckimuck ums Eck kommt. Ah ja, ja, Schlagloch, Schlagloch, Schlagloch. Scheiße, scheiße, scheiße. Was haben denn die da für Straßen? Diesmal holen wir ein bisschen Wäre mehr schön, aus. Wäre schön, reich zu sein und in Lakeside View zu wohnen. Aber in Greenwood ist es auch nicht so übel. So. Danke, dass Sie so viel Hervorragend. Der Geschäftsmann hat den Bus mit seiner Werbung schon gesehen und ist begeistert. Na, guck mal einer an. Tja, so geht Business. Drei Schlaglöcher haben wir mitgenommen. Guck Trish mal einer an. Trish und ich haben weitere Schritte besprochen. Als nächstes ist die Verbindung von Oakwood nach West Oakwood dran. West Oakwood ist eine gute Gelegenheit, dein Busunternehmen weiter auszubauen. Und es hat ein tolles Nachtleben zu bieten. Die kulturellen Angebote warten nur darauf, entdeckt zu werden. Bei Tag und bei Nacht. Tolle Idee. Lass uns auf der Strecke von St. Anthony nach West Oakwood mehr Haltestellen in Betrieb nehmen, damit wir auch auf dem Weg von Oakwood zurück anhalten können. Die Menschen warten doch nur auf eine Chance, West Oakwood zu besuchen. Das ist eine super Idee. Mehr Haltestellen klingt immer gut. Und ich würde sagen, um das kümmern wir uns in der nächsten Folge. Wir haben 63.000 plus gemacht. Alter, alter, alter. Route 3, Route 4 explodieren gerade. Werbeeinnahmen 4.000 ist okay. Ist okay. Route 1, Route 2 können wir noch ein bisschen verbessern. Ich glaube, die werden wir auch mal abfahren, würde ich sagen. Aber in der nächsten Folge kümmern wir uns mal um mehr Haltestellen. Denn mehr Haltestellen heißt mehr Möglichkeiten, irgendwas hier zu machen. Und mehr Möglichkeiten, irgendwas hier zu machen, heißt mehr Geld. Mehr Geld, mehr happy Fahrgäste. Und genau das wollen wir haben. Wir wollen frohe Fahrgäste haben, wir wollen gut verdienen und wir wollen super duper geile Routen erstellen. Genau das ist unser Ziel. So, der ist eh schon rausgejumpt. Wurde vom NPC übernommen. Dann gucken wir nochmal zu, wie der da abfährt mit dem East 3rd Street in Chinatown. Mit dem super geilen Chinatown Bus, mit der Chinatown Werbung. Gefällt mir sehr gut. Also hier müssen wir definitiv nichts ändern bei der Linie. Die passt genauso, wie sie ist. Da ist
alles paletti. Die anderen Linien, da werden wir nochmal ein kleines Auge drauf werfen. Mal schauen. Danke dir auf jeden Fall fürs Zusehen von dieser Runde hier bei Let's Play Bus Simulator 21. Und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Runde. Bis dahin. Tschüss.